Das 1 gegen 1 mit dem Rücken zum Tor ist Schwerpunkt dieser Übung. Dazu haben wir in einem ca. 10x15 Meter großen Feld einen schmalen Streifen von ca. 4x10 Meter eingezogen. Hier zu erkennen an der kleinen gelben Markierung. Der offensive Spieler soll das Zuspiel des Trainers bis zu einem Torschuss verwerten. Dazu darf er sich jedoch nur in der schmalen Zone von seinem Abwehrspieler wegbewegen und lösen. Er darf die obere Zone nur dann betreten, wenn auch tatsächlich der Ball gespielt wird. Der Angriff soll in jedem Fall mit einem Torschuss abgeschlossen werden. Ist der Ball jedoch im Seitenaus, ist der Angriff vorbei. Zudem muss der Stürmer den Ball vor der blauen Linie aufs Tor bringen. Erobert der Abwehrspieler den Ball, darf dieser selbst den Weg zum Torabschluss suchen. Die Spieler sollen sich schnell Raum schaffen, um dann per Rausdrehen oder Aufdrehen in eine frontale Spielstellung zu gelangen. Ist der Verteidiger zu dicht am Stürmer, bleibt die Alternative, sich über die rechte oder linke Seite, um den Verteidiger zu wickeln und somit direkt zum Tor zu ziehen. Ist auch dies nicht möglich, bleibt nur das ballhaltende Dribbling, um den Ball erst zu sichern und dann im weiteren Verlauf den Gegner zu überwinden. Achtet auf die Auftaktbewegungen und klare Kommandos des Spielers zur Spieleröffnung. Handzeichen und Gesten helfen hier dem Passgeber, klare Bälle zu spielen. Der Passgeber soll druckvoll in den Fuß spielen, um die Wettkampfsituation deutlicher darzustellen. Ist das Aufdrehen nicht möglich, muss der Angreifer darauf achten, seinen Körper ständig zwischen Ball und Gegner zu halten, um gleichzeitig eine Situation zu finden, wo er ausbrechen kann. Und auch wenn dies ein offensives Thema ist, sollten wir den Abwehrspieler ständig auffordern zu jagen und Druck auf den Ball auszuüben.